Hallo liebe Gartenfreunde, hier ist Toni vom Garten mit Rendite. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich diese Mini-Kiwi-Pflanzen auspflanze, was man da beachten muss. Die habe ich ja selber gezogen, das habe ich euch ja gezeigt, wie ich die Steckhölzer gewonnen habe. Da gibt es ja jede Menge Filme, die kann ich euch alle mal unten verlinken. Ja, und heute ist es soweit, heute werden wir die Sache auspflanzen hier. Ja, da seid ihr mal gespannt. Film ab! Ja Leute, echt erstaunlich, wie schnell hier die Mini-Kiwis gewachsen sind. Ich glaube, die sind jetzt ein halbes Jahr. Vor einem halben Jahr habe ich die Steckhölzer gemacht ungefähr. Also die haben sich richtig gut entwickelt. Ne? Das war die Sorte Red Jumbo. Das hat die Pflanze hat die größten Früchte und die leckersten. Also mir haben sie am besten geschmeckt. Deswegen wollte ich die ja vermehren. So, das ist eine weibliche Pflanze. Wenn er noch nie was mit den Mini-Kiwis zu tun hatte, die braucht ja immer eine männliche und eine weibliche. Ansonsten kann man nichts ernten bei den Mini-Kiwis. Ich habe hier mehr als genug männliche Pflanzen, da muss ich mich nicht sorgen, dass da keine Befruchtung stattfindet. Also das Thema ist schon mal für mich erledigt, ich brauche keine weiteren männliche. So, ich werde jetzt eine weibliche pflanzen, da habe ich eine gute Stelle hinter meiner Hütte. Ja, und da gehen wir jetzt mal hin, da kommt er mal mit. Ja Leute, hier könnt ihr mal sehen, hier habe ich zum Beispiel eine männliche Pflanze. Ich habe die so quer gemacht, die männlichen Pflanzen, das ist ein richtiges Dickicht, ne? Da kann man später nicht mehr durchsehen. Hier oben auch, das ist auch eine männliche Pflanze, da haben wir natürlich jetzt keine Früchte dran, ne? Die blühen nur im Frühjahr, sonst machen sie nichts. Ja Leute, hier ist jetzt die Mutterpflanze, der Red Jumbo. Da habe ich ja die Steckhölzer abgenommen, ne? Im zeitigen Frühjahr. Und hier haben wir richtig schöne große Früchte dran, da freue ich mich schon richtig drauf. Also die schmecken richtig lecker und ich glaube echt, das sind die größten mit von den Mini-Kiwis. Da gibt es natürlich auch andere große Sorten. Aber geschmacklich war der am besten. Feine Sache, der Red Jumbo. Ja Leute, vom Standort her, da ist es angebracht, man pflanzt den irgendwo, wo es unten schattig ist. Das seht ihr hier gut. Ich habe hier einen Schatten von der Hütte. Der untere Bereich, der kann da nicht so schnell austrocknen. Der Mini-Kiwi, der hat es gerne ein bisschen feuchter. Das ist natürlich keine Wasserpflanze, ne? Also nur feucht, nicht nass. Ja, und da wächst er nämlich am besten. Also so trockene Stellen mag der überhaupt nicht. Also an der Südseite, auf sandigen Boden, da würde ich auch nicht unbedingt pflanzen. Also einen guten Humus einarbeiten, so schön organische Substanz mit rein, dass da immer die Feuchtigkeit schön gehalten wird und da gedeiht er auch gut. Wenn es da unten schön schattig ist und oben Sonne, dann ist perfekt für Mini-Kiwi. Der pH-Wert, das sollte so zwischen 5 und 6,5 liegen. Also das muss nicht unbedingt morbid sein, aber ein leicht saurer Boden. Also wenn man ein bisschen Nadelstreu oder sowas dann mit einarbeitet oder ein bisschen Rhododendron-Erde, wer es hat, macht da ein bisschen eine Schaufel mit rein. Ne? So, jetzt werden wir mal ans Werk gehen. Ja, und für den Mini-Kiwi, da brauchen wir auf jeden Fall eine Kletterhilfe. Da habe ich ja hier schon sowas konstruiert. Das soll dann später praktisch hier so eine grüne Wand ergeben. Und hier mein Wasserbehälter, der IBC-Container, habe ich auch schon mal ein Video gemacht, wie ich den gestellt habe. Der soll dann schon schön ein bisschen einwachsen. Und ich denke mal, so in 3 Jahren, da ist ja alles grün. Also Kletterhilfe zwingend notwendig. So, dann fange ich mal an. Ich grabe mir jetzt hier praktisch das Loch. Ich muss erstmal ein bisschen Erde hier wegschaufeln. Hier liegt ja viel zu viel, ne? Das ist noch vom Wegbau. Da räume ich hier erstmal ein bisschen auf und da grabe ich mir so ein Loch. Das mache ich so ungefähr 40 mal 40 und ebenso tief werde ich so lockern, ne? Dass die Pflanze dann richtig gut einwurzeln kann und dann wächst die auch sicher an. Ja Leute, hier stand ja vorher die Thuja, ich habe ja hier jede Menge Filme gemacht, ne? Da habe ich ja die Thuja damals rausgerissen. Ja und jetzt will ich hier praktisch das mit Kiwis bepflanzen. Das ist auf jeden Fall sinnvoller als wie so eine olle Thuja, ne? Und man hat dann genauso denselben Sichtschutz. Man sieht das noch gut hier, dass viel, ja so holzige Sachen sind viel drin hier von der Thuja noch, ne? Nadelstreu und andere Sachen. Also da ist schon richtig gute organische Substanz hier drin. So, jetzt habe ich das hier ungefähr 40 mal 40. Und da kommen wir mal jetzt zum nächsten Schritt. Ich habe jetzt hier richtig schön abgelagerten Fichtenhäcksel, der ist ungefähr ein Jahr alt oder so ein Dreivierteljahr, der ist richtig schön angerottet. Dann nehme ich noch Hornspäne mit dazu, damit wir ordentlich Stickstoff mit im Boden haben. Und da füllen wir die ganze Sache dann ein. Ihr könnt auch alternativ zum Beispiel Rhododendron-Erde verwenden ein bisschen. Die Mini-Kiwis, das sind ja ursprünglich Waldpflanzen, also die mögen das richtig gerne, wenn so ein humoses Material da unten im Untergrund mit drin ist.
Da muss man natürlich, weil da auch viele Holzstücken jetzt drin sind, auch ordentlich den Hornspäne mit reinmachen. Andere Dünger würde ich aber nicht verwenden. Also keine mineralischen Dünger. Höchstens vielleicht so, ja, so eine Pferdepellets gibt es ja da. So Pferdedungpellets. Das könnte man noch mit einarbeiten. Aber auf keinen Fall Blaukorn oder so eine Sache. So, und da haben wir hier jetzt einen richtigen, fluffigen, schönen Untergrund. Der reicht ungefähr 40 cm tief jetzt. Und da kommen wir jetzt mal zu der Mini-Kiwi. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich die aus dem Topf hole, wie das dann mit den Wurzeln aussieht. Wie gesagt, der Steckling, der ist ja hier vor einem halben Jahr erst gemacht worden. Ja, die Wurzeln, die sind eher mau. Also so richtig viele Wurzeln haben wir jetzt noch nicht dran. Das seht ihr hier. Aber trotzdem, also ich bin schon ganz zufrieden, ne? Dafür, dass wir den vor einem halben Jahr erst gemacht haben. Also, wenn ihr jetzt einen richtig gut durchgewurzelten Ballen habt, dann müsstet ihr den ein bisschen aufrauen, ne? Dass die Wurzeln da nicht im Kreis wachsen. Ne? Aber ja, das mache ich jetzt hier mal nicht. Nicht, dass ich jetzt hier die paar Wurzeln jetzt beschädige. Die können ja hier locker rauswachsen. Ne? Also die sind noch nicht ganz so groß jetzt, die Wurzeln. Da werde ich jetzt mal hier den Wurzelballen jetzt nicht aufreißen und die Pflanze jetzt nicht sinnlos stressen. Ne? So, das heben wir jetzt mal in das Pflanzloch rein. Man könnte so die Pflanze ein kleines bisschen tiefer setzen, damit man dann praktisch so einen Gießring hat. Aber ansonsten fast ebenerdig. Ne? Also nur wegen dem Gießring ein bisschen tiefer vielleicht. So, mit der Rute muss ich ein bisschen aufpassen, dass die mir nicht wegbricht da oben. Jetzt fülle ich hier noch so ein organisches Material ein. Das müssen wir natürlich dann auch ein bisschen mischen mit Erde. Also nur organisches Material ist auch nicht gut. Ne? Wenn ihr euch so eine Topfware kauft, die könnt ihr ja ganzjährig pflanzen. Im Frühjahr würde ich ein bisschen aufpassen, wenn die schon ausgetrieben ist, dann würde ich sie vielleicht nach Eisheiligen setzen. Ging mir selber schon so. Ich hatte mal so gekaufte Pflanzen. Die hatte ich dann ziemlich früh gesetzt. Die waren schon ausgetrieben und die frieren dann schnell zurück. Ne? Also der frühe Austrieb, der friert ruckzuck zurück. Da würde ich mit der Pflanzung dann, ja, nach Eisheiligen praktisch dann das machen. Aber so eine Containerpflanzen im Prinzip, kann man die bis zum Herbst da pflanzen. Ist überhaupt kein Problem. Im Winter halten sie minus 30 Grad aus. Aber der erste Austrieb, der ist halt ganz gefährdet, ne? Bei Spätfrost. So, da habe ich es dann. Das tue ich dann noch ein bisschen antreten, aber nicht kaputt treten. Nur leicht antreten, die ganze Sache. Ich forme ja noch hier so einen kleinen Gießring, dass das Wasser da nicht wegläuft. Und dann kommen wir auch schon zum Gießen. Von der Kanne, da nehmen wir den Aufsatz runter. Wir wollen jetzt hier mit einem richtigen, kräftigen Strahl gießen. Das ist ja praktisch, dass mein IBC-Container hier gleich daneben steht. So, und jetzt gießen wir mit einem richtigen, kräftigen Strahl die Pflanze, sodass die Wurzeln praktisch nicht hohl liegen, dass die ganze Erde sich praktisch richtig so einschlemmt und dass man einen richtigen Wurzelschluss hat. Das kennt ihr vielleicht vom Obstbaumpflanzen, das ist ja genauso, ne? Da tut man dann richtig kräftig mal 10 Liter oder 20 Liter Wasser dran kippen, sodass da richtiger Bodenkontakt ist und die Pflanze ordentlich wachsen kann. Jetzt werde ich hier noch einen Stab reinmachen. Das erkläre ich euch gleich noch, weil jetzt werden wir nämlich den Trieb gerade hochziehen. Der Leittrieb, der sollte sich nicht unzählige Male jetzt um die Stange ringsrum winden. Man sollte den Leittrieb oder Haupttrieb, den sollte man sehr gerade nach oben ziehen und dann praktisch davon die Leitäste dann ableiten praktisch. Deswegen nehme ich hier jetzt mal so einen Tesafilm und fixiert ihr die Pflanze, also den Trieb jetzt, ganz gerade, sodass er sich gar nicht windet. Und da gibt es dann auch ja keinen Saftstau oder ähnliche Sachen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn die Pflanze dann 3, 4, 5 cm dick wird mit der Zeit, da kann die sich dann selber abdrücken, wenn die sich da zigmal rumschlängelt. Ne? Deswegen machen wir den jetzt ganz gerade nach oben. Das ist ganz easy so mit dem Tesafilm. Ja, wenn er dann verholzt ist, dann passiert auch nichts mehr. Ne? Dann hält er dann ganz stabil wie eine Weinpflanze dann später. So, und da kann ich mir dann ein Jahr später dann praktisch Zweige ableiten dann an den Hölzer entlang. Hier seht ihr das mal in den älteren Pflanzen. Das habe ich auch so ziemlich gerade hochgeführt. Hier habe ich sogar zwei Triebe gemacht. Das könnt ihr auch machen. Das ist eigentlich kein Problem bei dem Mini-Kiwi. Ja, sollte man so gerade wie möglich alles nach oben führen. Und dann später, ja, da war es das mit der Theorie, wie man den pflegt. Der gerät dann irgendwann außer Kontrolle. Da muss man den dann mal kräftig zurückschneiden, ne? Die Peitschentriebe, die sollte man dann immer so ja, 10, 15 cm einkürzen. Also 5, 6 Blätter lässt man dann eigentlich bloß von den Peitschentrieben. Das werde ich in nächster Zeit mal in Angriff nehmen. Damit die Bodenfeuchtigkeit besser erhalten bleibt, da könnte man jetzt die Pflanzscheibe hier noch mulchen, mit Hackschnitzel zum Beispiel. Aber da warte ich mal noch, weil die Pflanze ist noch ein bisschen sehr zart. Das mache ich erst ab nächsten Jahr.
Ihr könnt ja noch mal sehen, wie ich den Haupttrieb jetzt hier hochgeleitet habe, kerzengerade. Der war ja leicht angebrochen, hoffentlich überlebt er das. Ansonsten, da wird sie nächstes Jahr noch mal von unten durchtreiben, dann die Pflanze. Man muss auch ein bisschen aufpassen vor den Nacktschnecken, die stehen auf, die Mini-Kiwi. Ja Leute, da hoffe ich mal, dass ihr ein bisschen schlauer geworden seid. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt das unten in die Kommentare rein. Ja, die Sache hier, die braucht jetzt ungefähr noch 3 Jahre und dann können wir Früchte ernten. Ich würde über den Samen nicht vermehren. Erstens hat man dann völlig andere Sorten. Man hat ja mal männliche und weibliche Pflanzen, dann kommt dann völlig was anderes raus. Ne? Also die Vermehrung über den Steckling ist im Prinzip, also da hat man immer sortenechte Pflanzen. Geht auch viel schneller. Ne? So dauert es vielleicht 3, 4 Jahre bis zur ersten Frucht und über den Samen sagt man 7 Jahre, bis die erste Früchte kommen können. Ne? Also sehr langwierig. Also besser mit Steckling die ganze Sache machen. Ja, danke fürs Zusehen, Leute. Lasst ein Abo da, das seid ihr immer mit dabei, wenn neue Videos rauskommen. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.